Herzlich willkommen in der Autohive Man Cave und es geht heute wieder um den Range Rover. Ich hatte ja schon eine Bestandsaufnahme im letzten Video gemacht. Unten verlinkt in der Videobeschreibung ist übrigens die Playlist, da sind alle Range Rover Videos mit drin. Die Vermutung liegt nahe, nach dem, was ich im Internet gelesen habe, dass das Body Control Module in den Transportation Modus versetzt wurde, als meine Batterie hier leer gelaufen ist. Die zieht irgendwo Strom und das ist nicht gut so. Also habe ich überlegt, das hatte ich euch im letzten Video gefragt, was mache ich? Direkt ein neues Modul bestellen oder aber die Software, die von RSW Solutions, amerikanische One-Man-Show ist das, glaube ich, Allcoms, nennt sich das Ganze, in der Version 3 liegt es vor, kostet etwas über $200 und mit der soll man dann das Auto aus dem Transportation-Modus holen können, halt ohne zum Händler fahren zu müssen. Ja, soweit so gut. Wenn ich ehrlich bin, ich habe gar nicht auf eure Antworten gewartet, sondern ich habe mir sofort die Software bestellt. Es hieß, in 10 Tagen ist alles da. Ich konnte mir die Software auch sofort runterladen und das Ganze lizenzieren. Allerdings musste ich warten auf das Stück Hardware hier, ne? Ja, auf diesen Kameraden musste ich warten. Auf der einen Seite ein USB-Stecker, auf der anderen Seite der Onboard-Diagnosestecker. Der kommt ins Auto, der ins Notebook und dann kann die Software mit dem Auto reden. Ja, so ein Teil habe ich auch schon. Ich habe ja für den Bulli mir damals das VCDS gekauft, auch Online-Diagnose-Software und auch das läuft nur auf Windows. Die Software hier, Allcoms, ebenfalls nur auf Windows. Hatte ich noch ein kleines Intermezzo. Ich habe mir ein neues Notebook gekauft, das ist ja jetzt nicht mehr Intel-basiert. Da läuft diese Virtualisierungssoftware nicht mehr, mit der ich Windows auf meinem Mac laufen lassen konnte. Und auf dem alten Mac habe ich es dann probiert, also mein altes MacBook habe ich auch noch, da lief zwar Windows, die Software hier, Allcoms, sagte mir aber, du, in so einer virtuellen Umgebung habe ich gar keinen Bock mehr. Und somit habe ich mir auch wieder einen kleinen Traum erfüllt. Ich habe mir ein Windows-Notebook gekauft, das ist kein Traum, das ist eher für mich eine Zumutung, aber hier so ein Dell Rugged, es gibt auch, wie heißt das andere, Toughbook von Panasonic oder so, das ist im Prinzip das gleiche, kannst du auf den Boden schmeißen, wenn du willst. Das Ganze ein bisschen robuster angelegt und was ich auch gut finde, ist es mit Touchscreen. Ja, da habe ich die Software jetzt drauf installiert. Da sagt er auch, Mensch, auf dem Notebook mache ich das gerne. Lässt sich lizenzieren und auf diesen Kameraden, ich habe am 6. Dezember bestellt, am 24. konnte ich den von der Post abholen. Ja, hat halt ein bisschen gedauert. Aber jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, Geduld. Einen haben wir noch. Ich habe ja hier auch so einen handelsüblichen Fehlerleser im Prinzip. ODB an der einen Seite und so ein kleines Handheld-Ding auf der anderen Seite. Auch hiermit kann man Fehler auslesen. Das ist allerdings nicht so bequem wie mit dem Notebook auf der einen Seite. Plus, ich habe mir die Software jetzt extra geholt, um halt den Transportmodus zu beenden, sozusagen. Ja, und ich würde sagen, das probieren wir jetzt tatsächlich. So, einmal kurz Werbung hier für Milwaukee. Muss ich nicht machen, aber das ist wirklich meine Lieblingstaschenlampe mittlerweile. Ich habe das Milwaukee-Werkzeug mir ursprünglich gekauft und habe dann irgendwann die Lampe nachgekauft, weil die Akkus da halt auch reinpassen. Ist im Prinzip, hier seht ihr nur so eine schnöde LED-Leuchte, aber ich finde, sie liegt halt super in der Hand und ist mega praktisch und halt auch wahnsinnig hell. Ich nutze jetzt hier einfach nur mal, um euch zu zeigen, dass da der OBD-Stecker ist. Ich hatte das hier abgenommen, weil der mal durchgerutscht ist. Jetzt scheint er tatsächlich zu halten. Ja, also nehme ich hier den Stecker, es gibt hier mal einen richtig und einen falsch, und stecke den einfach mal da oben rein. Und jetzt, ja, jetzt erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um so ein Screencam-Tool für Windows zu finden. Ich kenne mich echt nicht mehr aus. Auf dem Mac wäre es eine Kleinigkeit gewesen. Let's go. So, jetzt verbinde ich hier noch das USB-Teil und starte die Software. Starten wir das Ganze mal. Jawohl, starte. Jetzt kann ich hier noch sagen, ja, ich habe die Lizenz. Ruck das hier nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rein. Und kann jetzt hier oben sagen, okay, read false. Dann gibt es hier das Body Control Module, sage ich open. Und dann sage ich read false.
Sagt er mir, ja, hier in Transport Mode. Dann sage ich Clear False, das wäre der erste Versuch. Und sage Close. Jetzt schalte ich einmal das Auto ab. Das soll man machen. Einmal wieder an die Zündung. Habe aber hier immer noch keine Innenbeleuchtung und keine Zentralverriegelung. So ist das leider. Also gehen wir hier ein weiter runter in den Bereich Change Setting. Body Module Debug. Da kann ich wieder sagen, sprich mit dem System. Clear den Transport Mode. Aha, ja, ist disabled und schließe wieder die Verbindung. Zündung wieder raus. Zündung wieder an. Zentralverriegelung geht nicht. Gut, dann letzte Möglichkeit, das ist jetzt die harte Variante. Open. Dann können wir sagen Recode ECU, also er soll das quasi in den Ursprungszustand setzen, diese Unit. Dann soll er pre-2005 Default Settings nehmen und ich habe ja Baujahr 2002. Dann sagt man nochmal Clear Transport und dann kann man sagen hier Close die ganze Sache. Ja, und auch das probieren wir nochmal aus hier mit der Zündung. Leider nein. Ah ne, erstmal ne, wieder reinstecken. Zündung an. Keine Innenbeleuchtung, keine Zentralverriegelung. Ja, was soll ich sagen? Verdammt! Ja, das heißt also, das funktioniert nicht. Ne? Ja, leider nein. Alles umsonst. Verdammt. Gut, dann ist Phase 2 im Prinzip, dann kann ich die Zündung wieder ausstellen, das Ding abschalten, den brauche ich jetzt auch nicht mehr und den können wir hier auch noch brav abziehen, Taschenlampe auch erstmal aus, beziehungsweise die schubsen wir da mal rüber, aber Hauptsache dick eingekauft, das kann ich, naja, toll. Ja, das hat hier alles leider gar keinen Zweck gehabt. Und jetzt sind wir hier wieder auf der Seite und ich sag nochmal Licht an. Das hatte ich euch schon gezeigt, da sitzt das Body Control Module. Ich habe hier den Deckel schon abgeschraubt, ne? Der war da noch drüber, um das Ganze zu schützen. Und jetzt habe ich aber festgestellt ist auch super Selbstmarketing für, ich habe es gegoogelt und bei YouTube ein Video gefunden, wo es mir jemand gezeigt hat, dass ich hier den Sitz gar nicht ausbauen muss. Das finde ich super. Ich brauche nochmal hier eben Zündung. Und jetzt achtet drauf, ich fahre den Sitz einfach nur nach vorne. Ne? Übrigens hier seht ihr vielleicht, so einmal zeigen, ne? Da sitzt Lehne verstellen, normal, aber jetzt hier oben, da, das sind die Komfortsitze, ne? Das ist wirklich fein an dem Auto, aber darum geht's nicht, sondern es muss hier nur vorwärts gehen. Ich habe hier das gelbe Teil da eben nochmal oben drauf gehakt, packt, weil sich das anfing zu verhaken, während ich hier vorn zurückgefahren bin. Ja, und das nennt man mal nach vorne gefahren hier, ne? Ja, und so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Und das hier ist tatsächlich das sogenannte Body Control Module, ne? Das war alles und ich wollte schon den Sitz abschrauben. Jetzt hat man hier so kleine Häkchen. Da muss man hier gegen so einen Widerstand und dann kann man den hier so rüberziehen. Ah, und das ist, glaube ich, die Alarmanlage. Einmal, zweimal und hier ist eigentlich noch was anderes dran. Oh, ey, Sack und Asche. Und das ist der Kamerad, der ist wohl kaputt. Das ist das Body Control Module und das muss ich jetzt bestellen. Ja, habe ich auch schon. Ist aber noch nicht da. Was aber da ist, ist dieser Kollege hier. Ich bin mal sehr gespannt, ob das klappt, weil das hier ist vom BMW X5, also vom E53 und das ist vom Land Rover. Die Teile
sollten ja mehr oder weniger identisch sein, aber man weiß nicht, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das habe ich jetzt hier für ein paar Euro bestellt und heute zugesendet bekommen und dachte mir, ich probiere das mal aus, weil zumindest, wenn man hier dieses Ding auslädt, liest, irgendwo in den Logfiles, sieht man halt eine Nummer und das ist genau die Nummer, die hier auf dem Teil draufsteht. Und da habe ich mir gedacht, naja, probieren kann man es ja mal, weil ich halt auch dachte, die BMW-Teile sind wesentlich preiswerter als die Range Rover-Teile oder Land Rover-Teile, ist aber gar nicht so, ne? Wobei ich das hier wirklich preiswert geschossen habe. Und jetzt sage ich mal, wir bauen das einfach mal ein. Ich meine, was soll denn passieren, ne? Ja, was soll denn passieren? Sowas wie seine letzten Worte hier, ne? Ja, ach, der Range Rover, ach, den haben sie mir geklaut. Das ist ja jetzt auch alles kein Hexenwerk, was ich hier mache, glaube ich, sondern ich steck das einfach wieder rein. Okay, dann lassen wir das mal, fangen wir mal mit den anderen Dingern an. Auf das Gepiepe hier die ganze Zeit habe ich mal gar keinen Bock, ne? So, weiß steckt, schwarz steckt. Oh! Oh! Oh, Kinder, Kinder, Kinder! Licht und Licht! Wow, yes, da. Ich habe nämlich, da, das Licht geht. Und jetzt, okay, Zentralverriegelung aber nicht. Aber, zumindest das Licht geht schon mal. Das ist immer interessant. Bevor ihr jetzt denkt, Mensch, bestelle ich mir doch das BMW BCM, macht das auf keinen Fall. Ich erkläre euch am Ende des Videos auch warum. Ich hatte nämlich gegoogelt tatsächlich und geguckt, es muss da irgendjemand finden, der es mal ausprobiert hat. Aber ich finde dazu nichts. Und dann dachte ich, komm, probieren kannst du es selber. Ne? Ich habe schon mal Licht. Ja, komm, dann fahren wir den mal hoch. Gucken, was hier noch an Wasserstandsmeldung kommt. Scheibenwischer gehen auch wieder. Und er hatte hier auch noch eine Meldung, Niveauregulierung würde nicht mehr gehen halt, ne? Boah, das ist cool, ey. Ja, komm, machen wir nochmal aus. Ah, nee, Niveauregulierung inaktiv. Hören wir gleich nochmal bei. Das lassen wir auch mal so. Und das auch. Mich interessiert ja jetzt nur mal. Yes. Gut, das geht also auch. Also die Sachen haben wir behoben. Ja, nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer. Das Radio hat es wohl irgendwie zerlegt. Zumindest, das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber ganz im Ernst, damit könnte ich gut leben. Ich sag mal so, ich fahre jetzt einfach mal. Die andere Kamera ist eh voll. Ich nehme mich aber auch nicht mit. Ich komme auch gleich wieder, hoffe ich. Ja, was soll ich sagen, ne? Spaß in den Backen, ich freue mich. Er fährt und er schmeißt mir auch keine Fehlermeldung mehr, die ich vorher hatte. Scheibenwischer geht, Innenbeleuchtung geht, Zentralverriegelung geht, hinten die Tür geht allerdings immer noch nicht. Also denke ich mal, dass das, also die hintere linke Tür, die schließt, finde ich, mit der Zentralverriegelung. Das ist jetzt nicht mit dem Modul erledigt worden. Das Radio funktioniert gar nicht, ist mir auch ziemlich egal gerade, ne? Aber natürlich werde ich auch das richten. Ich habe eben noch mal mit dem Computer aller möglichen Sachen ausgelesen, geguckt, welche Fehlerchen er mir schmeißt. Und da ist jetzt einiges. Das will ich mir noch mal in Ruhe angucken. Vielleicht blende ich das hier auch gerade eben einmal ein. Sachen, wo ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, liegt das vielleicht am BMW-Modul? Oder sind da einfach welche Fehler oder Sachen, die er irgendwie zumindest als Fehler deutet? Da muss ich mal bei.
aber heute möchte ich einfach mal das Ding wieder fahren und bewegen. Vorne links habe ich jetzt gesehen, der Reifen war ziemlich platt, der hatte noch 0,75 Bar. Habe ich mal wieder schön aufgepumpt auf 2,3 und ja, komm, jetzt Rock'n'Roll. Ich habe erstmal gute Laune und die lasse ich mir auch nicht nehmen durch irgendwie Kleinigkeiten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, ihr konntet was mitnehmen, ihr habt es auch verstanden, was ich hier probiere und mache und tue. Mir macht es auf jeden Fall Spaß wie Wolle, ich habe richtig Spaß an den Backen und gut. Ja, gehabt euch wohl, bleibt gesund da draußen. Ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Ja, 3 Tage später, wunderschönen guten Tag nochmal. Jan Gleitzmann, nicht mehr ganz so euphorisch. Ich habe festgestellt, das mit dem BMW-Modul war zwar eine ganz interessante Idee und hat auch partiell funktioniert, aber im Großen und Ganzen hat es nicht wirklich funktioniert. Vielleicht das Einfachste, um es mal zu erklären, der BMW hat meines Erachtens nur hinten Luftfederung gehabt und erst später vorne und hinten. Das kann das Auto schon gar nicht verknusen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, so die Basics, die haben zwar funktioniert, aber andere Sachen funktionieren halt irgendwie nicht. So zumindest mein Gefühl. Ne? Mein Gefühl, und das ist auch nicht mehr als ein Gefühl. Nichtsdestotrotz, ich bin ja, als ich das eingesteckt habe, getauscht habe, das BMW-Modul eine kleine Runde gefahren an der Werkstatt und habe dann festgestellt, ja, keine Fehlermeldung, alles geil, alles in Ordnung. Bin dann, nachdem ich die Videos gedreht hatte, noch 2, 3 andere Videos gedreht, ne, bin nach Hause gefahren und 5 Minuten gefahren und dann kamen die Fehlermeldungen alle. Ne? Dann hat sich erstmal die Niveauregulierung gemeldet und gesagt, du, ich bin mal inaktiv. Blinkt jetzt auch gerade wieder. Hat sich dann irgendwann wieder nochmal erholt, ist dann wieder weggegangen. Also das war nicht konsequent, die Fehlermeldung da. Die zweite, die gekommen ist, HDC, das ist der Hill Descent Control oder so, Cruise, was weiß ich. Also die Bergabfahrhilfe, die sich verabschiedet hat. HDC, da kommt es jetzt im Display. Und das ging dann einher mit gleich 3 gelben Warnleuchten. ABS irgendwie weiß nicht so ganz, ne? Und hier pass mal auf, der eine oder andere, der hauptsächlich Neuwagen fährt, kriegt das wahrscheinlich die Mega-Krise. Ich persönlich bin ja viele alte Autos gefahren und man lernt dann relativ schnell, alles was nicht rot ist, ist erstmal nur eine Warnung. Kannst du erstmal schön ignorieren. Habe ich auch ein Stück weit, weil ich wissen wollte, wie verhält sich das alles. Auto fährt sich auch recht normal. Und dann gestern Nachmittag kam, nachdem ich eine kleine Runde nochmal als Testfahrt gemacht habe, die Warnmeldung Motorkontrollleuchte. Ne? Also hier die gelbe Motorkontrollleuchte. Irgendwas mit dem Motor ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was ist das wohl? Habe das Auto dann irgendwann abgestellt, zeitnah, und danach ging gar nichts mehr. Das Auto war einfach tot. Komplett tot. Dann habe ich einmal überbrückt und ihr wisst ja, ich hatte gesagt, die Radio ging nicht. Nach dem Überbrücken lief das Auto wieder, das Radio ging auch wieder, also ganz seltsame Effekte plötzlich, wo ich dann auch denke, das muss nichts mit dem BMW-Modul zu tun haben, gehabt haben. Aber es kann durchaus, man weiß es nicht. Ne? Das ist ja, komm, ich habe mich auf dieses Abenteuer hier eingelassen, Range Rover, ich bin mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz, gestern ist dann die Post auch noch gekommen und ich hatte mir über eBay noch ein, also ich habe eigentlich 2 Land Rover BCM-Module bestellt, also Body Control Module, ne? 2 von Land Rover gebrauchte, und das erste ist gestern dann auch angekommen, habe ich noch abends umgesteckt und mit dem fahre ich jetzt auch gerade. Da hat zumindest hier das Luftfahrwerk, konnte ich jetzt auch hochfahren in den Offroad-Modus. Das hatte beim BMW-Modul schon nicht geklappt. Von daher denke ich, das funktioniert jetzt besser. Aber natürlich hatte ich den OBD-Stecker in der Werkstatt gelassen, kann jetzt hier also nichts löschen. Plus ich habe gelernt, wenn du in den Foren, in den einschlägigen Foren dich bewegst, die erste Frage ist quasi immer, wenn irgendwas mit Elektrik ist, wie alt ist denn deine Batterie? Ne?
hast du schon die neue Batterie eingebaut? Und ich war heute tatsächlich noch mal bei der guten ATU, weil mein Teilhöker nicht mehr offen hatte, und habe mir schön für 200 Euro eine niegelnagelneue 100 Ampere-Stunden Batterie gekauft. Ne? Und die werde ich gleich einbauen, dann noch mal hier alles auslesen. Ich wollte nur sagen, Obacht hier mit dem BMW-Modul, das könnt ihr knicken. Ich habe jetzt wieder ein Land Rover-Modul drin. Ganz Fehler sind trotzdem da. Ich konnte jetzt nichts löschen. Ich werde die neue Batterie einbauen und dann schauen wir mal weiter. Ja, Ende vom Lied. Viel Blabla um gar nichts, aber es bleibt spannend. Aber die Module haben wir getauscht, und wie das geht, das ist jetzt auch beim Land Rover Modul nicht anders.